So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute habe ich hier den niegelnagelneuen Collector Lobster bzw. Hummer Deluxe mit der Nummer 88920. Eine Neuheit für 2021 und ja, schaut euch das an. So kommt der hier verpackt in Folie und auch noch aus so einem Stückchen Pappe befestigt, damit sich hier die Beine etc. nicht verbiegen. Finde ich interessant und auch irgendwie ein ganz anderes Collector-Kärtchen, was hier mit dran hängt. Und den schauen wir uns heute an. Ich werde ihn als erstes mal hier rausholen und ja, schaut es euch an. Wurde hier mit Draht dran gemacht, habe ich jetzt so von Collector, Collect A, wie auch immer das aussprechen wollt, noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, das Kerlchen sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht ein bisschen klein geworden, aber okay. Ja, würde ich so sagen, mache ich das hier alles mal weg. Oh, hier sehen wir auch die Scheren. Und Wunder, oh Wunder, das Ding ist komplett aus Gummi. Ja, Collector. Das ist ja sogar mega weiches Gummi. Da bin ich jetzt direkt baff. Also die Bemalung kann ich jetzt schon sagen, das haben sie doch an einigen Stellen hier richtig schön gemacht. Okay, dann löse ich den hier mal. So, dann haben wir hier noch den Anhänger dran. Boah, von unten sieht er auch Hammer aus. Mein lieber Scholli. Der sollte auch Hammer aussehen, denn ich kann euch sagen, das Ding hier ist ganz schön teuer. Also er zahlt hier über 10 Euro. Ich weiß gar nicht, 12 oder 14 Euro. Von dem her, ja, kann man oder sollte hier auch was zu erwarten sein. Und er ist auf jeden Fall rein optisch wirklich nett geworden, muss man sagen. Gut, dann hier einen kurzen Blick auf das Kärtchen, was sie hier beigelegt haben. Ja, hier sehen wir Oceans and Ice Lobster Deluxe. Und hier haben wir auch ein paar Fakten, okay. Warnhinweise und nochmal die Modellnummer. Gut. Dann würde ich doch sagen, setze ich den Guten hier mal auf meine Platte, lass ihn drehen und erzähle euch mal, was Collector dieser Figur hier mit auf den Weg gegeben hat. Der Hummer gehört der meeresbewohnenden Gattung der Zehnfußkrebse an. Ausgewachsene Hummer haben üblicherweise Körperlängen zwischen 30 und 64 cm und ein Gewicht von etwa 1 bis 6 Kilogramm. Sie leben ausschließlich auf dem Meeresboden in Tiefen von 4 bis 50 Meter und können recht unterschiedlich gefärbt sein. Die Farbskala reicht von dunklem Violett bis zu kräftigem Blau. Das Collector-Modell zeigt den Hummer in einem bräunlichen Farbton. Hergestellt aus PVC, lackiert mit ungiftigen Acrylfarben. Ja, und je länger ich mir den Kerl hier anschaue, umso besser gefällt er mir tatsächlich. Vor allem allein, was sie hier unten gemacht haben, das ist ja der reine Wahnsinn. Ganz grob zur Anatomie, jetzt nicht innen, sondern außen. Wir haben hier die Fühler, da gehören die beiden langen, die nach hinten gelegt sind, auch dazu. Dann haben wir hier natürlich die Scheren. Das hier sind die Laufbeine. Er hat hier Augen. Dann haben wir hier das Außenskelett, wir haben die Schwanzfächer oder den Schwanzfächer. Dann haben wir hier auch die Schwimmbeine, das kleine hier, das sind die Schwimmbeine, die hat er hier angelegt. Ne? Schwimmbeine, Laufbeine. Bis zu diesem Punkt hier, von vorne bis zu diesem Punkt, spricht man von der Kopfbrust und ab hier bis nach hinten haben wir es mit dem Hinterleib zu tun. Also das ist ganz grob die Körpergliederung von einem Krebs. Hummer, wie auch immer. Und auch hier weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also fantastisch. Ich, ja, kannst du nochmal sagen, das Ding ist richtig Gummi. Das ist direkt ungewohnt von Collector. Also mega biegsam. Ich finde es auch klasse, wie sich so die Scheren hier bewegen. Die Scheren an für sich können dann nicht auf und zu klappen oder so. Es ist halt Gummi, so kann man es ein bisschen zusammendrücken. Aber ja. Ja, was die Bemalung angeht, ja, wir haben hier ganz helles Braun.
bis hin zu Orangetönen, wo hier ins Schwarz reingeht. Ja, was heißt Orangetöne? Orange- und Gelbtöne, hellbraun, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet. Also wir haben von allem was dabei, ne? Gerade wenn er hier Unterkörper schaut, rostbraun und also fantastisch gemacht, muss man wirklich sagen. Und das Ganze hat hier auch noch solche schwarze Flecken bekommen, was sich wirklich ja über den ganzen vorderen Bereich, über die Beine, über die Schere hier zieht. Man sieht auch die Haken, die Zacken, die hier rausstehen, damit er seine Beute richtig fest greifen kann. Also da sollte man sich immer vorhüten, denn die können schon ordentlich zupacken, die Kerle. Dann haben sie hier einen Schwarzverlauf gemacht in die helle Farbe rein und hier oben haben wir dann wieder dieses Rostbraun. Ich sag mal Rostbraun. Und auch die Unterteilungen hier wirklich wunderbar gemacht. Selbst die Scheren haben hier noch eine schöne Struktur abbekommen. Die Außenseite von innen auch ein schöner Farbverlauf. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Hier seht ihr auch gleich das Collector-Logo. Auch die Unterteilung. Dann die ganzen Haken, die hier noch wegstehen. Auch die Unterteilung von den Scheren hier wunderbar gemacht. Dann sind wir auf dieser Seite. Hier sehen wir auch das Copyright von 2020 Lobster. Und ihr seht, also ist toll bemalt. Wow, Burner. Also als ich das Ding gesehen habe, ja, ich kann nur sagen, ich bin kein bisschen enttäuscht. Oh, guckt euch das an. Ist das toll gemacht. Fantastisch. Dann auch die Fühler hier sind natürlich etwas dick, aber ja, das kannst du dünner fast nicht machen. Auch hier ein schöner Farbverlauf von Schwarz in dieses Rost. Und hier sind wir dann schon wieder fast im gelben Bereich. Ihr seht hier die Augen, die haben sie natürlich schwarz bemalt. Man sieht auch, wie schön die hier ein bisschen rausstehen. Dann auch hier oben, toller Farbverlauf. Wow, klasse. Und sogar die Zwischenbereiche haben sie ebenfalls noch hell bemalt. Ist schon cool geworden, wirklich. Und ja, man muss immer dazu sagen, wir haben es hier mit Spielzeug zu tun, ne? Das erwartest du eigentlich gar nicht. Wenn du dann den Preis irgendwann siehst, denkst du, okay, also dafür müssen sie dann schon was bieten. Und das macht Collector hier. Ne? Dann seht ihr hier die Beine, auch die sind wunderbar unterteilt. Ihr seht da, vor allem hier ebenfalls noch diese kleinen rauen Stellen hier an den Beinen. Großartig gemacht, von unten sieht man das noch ein bisschen deutlicher, wie das unterteilt wurde. Auch wie das hier angesetzt ist. Überlegt ihr mal, die haben sie ja anmontiert, das ist ja nicht ein Guss, die haben sie ja alle dran machen müssen. Zumindest gehe ich davon aus. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, die haben sie alle anmontiert, angeklebt. Und das haben sie wirklich fantastisch gemacht. Vor allem der Farbverlauf. Wirklich aufwendig gemacht. Und dann noch die schwarzen Flecken, die ihr hier seht. Also das hat schon wirklich was fantastisch gemacht. Wenn wir schon hier bei der Unterseite sind, ihr seht hier auch diese Beigefarbe, die sie hier genommen haben, als Untergrundton, wie sich auch das hier nach vorne zieht. Ja, dann hier die angelegten Schwimmbeinchen. Ihr seht auch hier das Ganze wie aufgefächert. Dann kommen wir hier zum Schwanzfächer. Auch in Rostbraun mit einem schwarzen Rand hier bemalt. Auch hier findet ihr noch eine tolle Struktur. Das Ganze von oben. Toll, also wirklich sehr schönes Exemplar. Und hier auch alles schön aufgeteilt mit einer hellen Farbe. Noch extra deutlich herausgeholt. Super, also wirklich. Das Ding ist eine absolute Bombe. Das kann man anders gar nicht sagen. Also ich freue mich wirklich, dass ich ihn hier habe. Den Hummer Deluxe von Collector für 2021. Fantastisch. Auch wie er die Scheren hier vorne hält. Und er ist halt herrlich bizarr. Schaut euch das Ganze hier an. Wahnsinn, oder? Was haben wir hier für fantastische Wesen? Sieht ja eigentlich aus wie ein Außerirdischer, oder? Wenn ihr nur das hier seht, das ist doch komplett irre. Der Wahnsinn. Auch dieser Bereich hier, super. Guckt euch das an. Fantastisch gemacht. Wow, was für ein schöner Hummer. Ich sag ja, man hätte sich den wirklich gerne etwas größer gewünscht. Und gerade mit diesen schwarzen Punktierungen kommt es nochmal doppelt und dreifach so gut. Also er sieht von unten genauso spitzenklasse aus wie von oben. Also das muss man mal ganz klar so sagen. Schönes Modell. Also kriegt von mir eine absolute Empfehlung. Wenn euch sowas gefällt, ist natürlich eher außergewöhnlich, sehr kurios sowas. Ich glaube, da gibt es nur wenige Liebhaber. Umso mehr muss man das wirklich zu schätzen wissen, dass Collector den hier auf den Markt haut. Wenn das Ding vor euch sitzt, ja, 12, 13 Euro für den Aufwand, den er hier kriegt. Also absolut fantastisch. Ein super Teil. Gut, damit würde ich sagen, sind wir durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Das ist der neue Lobster Deluxe mit der Nummer 88920 von Collector für 2021. Jetzt schon bei einigen Online-Händlern zu bekommen.
Falls ihr Spaß dran habt, holt euch das Teil, könnt ihr absolut nichts falsch machen. Super umgesetzt, zumindest mein Exemplar hier. So gesehen wirklich ein Hummerträumchen. Gut, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Rupi. Yay! Yeah.